Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu diesem Video. Heute gibt es das Hochzeitsbudget. Oh. Und heute sind wir auch zu zweit da, nämlich ich. Und ich. Ja, das ist natürlich mein Mann, der jetzt hier mit dabei ist. Ja. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir das Hochzeitsbudget zusammen machen. Also die Hochzeit ist jetzt auch schon ein bisschen vorbei, jetzt ungefähr 2 Monate. Und ja, deswegen ist es umso witziger. Wir haben natürlich die Tabelle, wo wir unsere Hochzeitsausgaben haben, schon wirklich sehr im Detail angeguckt, besonders ich. Ja. Aber auch ganz schnell wieder geschlossen, weil wir dann doch ja, relativ erschrocken waren. Wie teuer es dann doch wurde, ne? Ja, es hat sich ja dann irgendwie dann die kleinen Summen doch ganz schön summiert, ne? Also genau. Es ist einiges zusammengekommen dann. Ja. Aber. Und. Ja. Das fällt einem erst auf, wenn irgendwie alles zusammengerechnet wird. Genau. Und wir hatten als Budget 16.000 Euro. Ja. Jeder 8.000 Euro, so haben wir das gesagt. Genau. Und ob wir drin geblieben sind, das seht ihr heute. Und wir gehen eigentlich auch wirklich sehr detailliert auf alles ein. Und im Nachgang blenden wir euch auch im Video ein paar Bilder ein, die ich einblenden darf. Darf ich dich zeigen? Klar. Darfst du auf dich zeigen. Ah, okay. Verdammt. Nee, aber wir zeigen euch mal ein paar Bilder, wenn wir da irgendwelche Bilder haben. Wenn wir gerade von dem reden, von den Ausgaben, können wir euch auch Bilder dazu zeigen, wenn wir Bilder haben. Und an dieser Stelle wollte ich ganz gerne nochmal hinweisen, das sind unsere Ausgaben. Ihr könnt gerne sagen, oh, das ist aber hoch oder so, aber bitte bewertet das nicht so negativ. Also ja, einfach sachlich, einfach genau. Sehen, also so, dass ihr einfach mal auch seht, was wir uns so als Budget gesetzt haben, was wir uns von unserem Budget auch so genau, wie konnten. Teuer das bei uns war. Wir wohnen in Niedersachsen, das ist vielleicht dann auch immer nochmal unterschiedlich. Auch selbst da wird es wahrscheinlich 1000 verschiedene Preise geben. Ja. Wir haben auch ganz viele Angebote vorher eingeholt, auch von Locations. Die waren echt super unterschiedlich. Und wir haben ja auch in der Location geheiratet und nicht im Garten zum Beispiel. Dann wäre es wahrscheinlich, oder hätte man es bestimmt auch nochmal günstiger machen können oder kleiner oder wie auch immer. Deswegen nehmt es nur als Anhaltspunkt, wie teuer unsere Hochzeit war. Wir wollen euch damit so ein bisschen zeigen, wie teuer das sein kann. Mhm. Wenn man es halt in dem Rahmen macht, so genau, wie ihr es gemacht habt. Genau, deswegen bitte seid lieb zu uns. Negative Kommentare werden gelöscht. Also in dem Fall, sonst machen wir das nicht. Aber bei der Hochzeit, da will ich jetzt keine bösen Kommentare unten kriegen haben. Du hast den Quietschestuhl erwischt. Ja, darf sich nicht so viel bewegen. Und atmen darf ich noch, ne? Ja. Okay. Genau, dafür haben wir jetzt auch nochmal was vorbereitet. Oh. Also ich? Ja, findest du das? Sehr schön. Der Peter haben wir im alten Haus schon mal gesehen. Sieht gut aus. Ja, das habe ich mal ganz kurz so hergeschustert. Und hier haben wir alle Kategorien, habe ich hier einmal hingeschrieben, in die ich die aufgeteilt hatte. Und die gehen wir jetzt Kategorie für Kategorie durch. Und dann kommen wir auf die andere Seite, dann die Gesamtkosten und so weiter. Da sind wir dann am Ende des Videos hoffentlich angelangt. Ganz witzig ist nämlich auch, wir werden das nämlich heute anders machen. Ich werde dich noch fragen, was du glaubst, wie viel wir für welche Kategorie ausgegeben haben. Okay. Und mal gucken, weil es ja jetzt schon ein bisschen her ist, dass wir uns diese Tabelle gemeinsam angeschaut haben. Mhm. Dann schauen wir mal, was dann, ob du richtig liegst. Machen wir das so. Ja, los. Okay. Bin mal gespannt. Gut. Also Location und Essen. Dazu können wir sagen, also ganz am Anfang wollten wir es gerne im Garten machen. Da wäre der Garten aber zu klein für, wir waren 65 Erwachsene und nochmal so 10 Kinder ungefähr, also 5 bis 10 Kinder. Mhm. Die waren teilweise noch sehr, sehr jung, also zählen wir die jetzt mal nicht mit. Aber sagen wir mal, ungefähr 70 Gäste waren wir mit Kindern. Genau, das wäre zu klein gewesen. Dann haben wir uns noch was anderes angeguckt. Da hätten wir quasi zwar die Location gehabt, aber das Essen und sonstiges Catering sowie auch die Stühle selbst organisieren müssen. Genau, auch alles an Deko, also auch Geschirr und Gläser und Besteck und sowas. Und die Location war ja auch zu groß. Ja. Aber sie war wirklich sehr, sehr schön. Mega. Und zu groß und zu teuer dann im Endeffekt für unsere Anzahl an Gästen.
Genau, und dann sind wir halt auf so ein All-Inclusive-Paket bei uns hier im Ort gestoßen. Und wir haben da wirklich schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Ich habe da auch schon zwei Hochzeiten mit gefeiert dort in dieser Location und war auch immer mega begeistert. Und da war halt wirklich alles drin. Da war unsere Suite mit drin, da war Essen für alles, da war Personal dabei, Stuhlhussen, weiße Tischdecken, Kerzenleuchter. Ja, wirklich alles. Für 9 Stunden. Nee, für 7? Für 9 Stunden. Oder 8? Nee, 9, glaube ich, waren es. Nee, das kann ja nicht sein, ne? 9 wäre viel. Nee, warte mal, 17 Uhr haben wir angefangen. Das 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0 Uhr, 1 Uhr. Ja, dann waren es 9 Stunden. Also 9 Stunden inklusive alles, Getränke und wirklich, da waren so viel, also wirklich, man hätte alles trinken können. Es gab Lillet, es gab Aperol, also für die Mädels und... Es gab alles mögliche an Whisky-Sorten, es gab ganz viele Rumsorten. Und natürlich auch alles unalkoholische, ganz, ganz viele Sachen. Kaffee-Spezialitäten, alle möglichen. Ja, was ich richtig cool fand, das haben die uns nämlich gesagt, oftmals ist es ja so, dass auf Hochzeiten ganz häufig mit dem Brautpaar angestoßen wird. Und die haben das halt richtig oft schon erlebt, dass man halt, dass das Brautpaar irgendwie schon um 1 Uhr oder um 12 Uhr schon gar nicht mehr kann und dann im Hotelzimmer liegt. Und deswegen haben die das nämlich so gemacht, dass wenn man den Kellnern sagt, man möchte als Brautpaar zum Beispiel zum Essen nur alkoholfreien Wein haben, oder auch so kurze oder halt irgendwelche Mischen oder sowas alkoholfrei haben, dann haben die wirklich fast jeden Alkohol dort ohne Alkohol. Also, ja, genau. Ne? Ohne. Und das würde man halt auch nicht merken, dann die Gäste, sodass man dann denkt, okay, die bescheißen uns jetzt oder so, ne? Oder ja, das ist ja sowieso legitim aber, für die, ja, ne? Genau. Also. Aber so haben wir das dann, oder habe ich das zumindest auch gemacht, dass ich zum Essen auch alkoholfreien Wein hatte. Okay. Du hast hier ein ganz langes Haar. War das meins? Nee, meins. Okay. Genau, das fand ich halt auch noch richtig gut und auch ein richtig guter Tipp halt für euch vielleicht, ne? Also. Genau. Also ich glaube, ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken. Ach, das gab's auch, alkoholfreies Bier. Ja. Cool. Ja, also das war auf jeden Fall alles drin. Die haben uns alle Wünsche von den Augen vom Mund abgelesen. Wir hätten alles sagen können, die hätten gefühlt alles gemacht, ne? Also die waren wirklich richtig klasse. All-Inclusive-Paket. Ich glaube, von den Augen ablesen heißt das. Ach, von den Augen ablesen tatsächlich, okay. So, ich habe mein Zettelchen hier. Aha. Location und Essen. Was hat's gekostet, Janis? Also für... Ich zähle dann nochmal genau auf. Wir waren insgesamt 66 Erwachsene. Ja. Wir haben 2 Zusatzstunden gebucht, also nach diesen 9 Stunden musste man dann quasi jede Stunde nochmal bezahlen. Die hat nochmal 4 Euro gekostet pro Stunde, pro Gast. Mhm. Und dann hatten wir noch 4 Kinder, DJ und Fotograf. Die muss man nämlich auch bezahlen. Und auch ein ganz besonderes Geschenk, ein Gast hat gekotzt. Und das Ganze hat 150 Euro gekostet. Ja. Genau, für die Kotze wegmachen. Und Frühstück für noch ein paar Leute. Richtig. Also ein paar Leute, es waren nicht viele. Vielleicht 6 Leute. 6 Leute. Was hat es gekostet, Janis? 8.670. Ehrlich? Ja. Nee. Hast noch einen Versuch. 6.770. Nee, das waren 9.315 Euro. Oh. Ja. Also nur um 1.000er verschätzt bei mir. Ja. Also das war auch wirklich der größte Punkt bei unseren Ausgaben. Ja, alles mit drin, Buffet. Wir hatten richtig, richtig, richtig geiles Essen. Also da kann man echt nichts sagen. Es war so lecker. Und die haben viel zu viel Essen gemacht. Wir konnten das am nächsten Tag noch mitnehmen. Dafür haben wir uns entschieden, das haben die auch vorher abgefragt und haben das alles in solche Behälter reingepackt. Ja. Also, wir haben immer noch im Kühlschrank, also im Gefrierschrank. Ja, aber wir hatten echt super Auswahl getroffen, sei es unser Carpaccio, was wir hatten, in der Vorspeise mit drin. Hauptspeise hatten wir. Ja, da haben wir nicht so viele Bilder davon, weil das hat der Fotograf nämlich leider nicht fotografiert. Ja, aber die Erinnerung und den Geschmack. Ja. Also das Essen war wirklich richtig, richtig gut. Wir hatten vorher nämlich auch ein Probeessen. Da können wir ja auch gerne mal weitermachen. Wir haben, also man konnte sich wirklich alles aussuchen, was man wollte eigentlich in diesem Buffet. Man hatte zwar Vorgaben,
Nee, auf das bei dem normalen Buffet, ne? Mh. Wir hatten, glaube ich, 3 Hauptspeisen, 8 Vorspeisen, ja, und die Suppe, Hochzeitssuppe, wurde am Tisch serviert. Also genau. Das war alles mit da drin. Ja. Und wir haben Probeessen gemacht. Mit meiner Mama zusammen. Das waren, glaube ich, 45 Euro pro Person, ne? Genau, das waren 45 Euro pro Person. Also heißt 90 plus 45 sind 135. Ja, plus Trinkgeld 140 Euro hatten wir. Okay. Da war nämlich auch wirklich alles mit dabei. Man hat alles an Getränken und so während des Probeessens auch umsonst. Also, es war mit dem Preis inbegriffen. Also, falls man mal für 45 Euro ein All-You-Can-Eat machen möchte mit Trinken. Man muss einfach nur sagen, dass man da eventuell heiraten möchte. Genau. Nee, aber das war wirklich richtig gut. Ja, dann machen wir mal weiter. Ja. Und zwar Bürokram. Darunter fällt sowas wie die Eheanmeldung, für mich neuer Reisepass, neuer Personalausweis, weil ich ja einen neuen Nachnamen habe. Urkunden, die ja auch kosten, also auch Urkunden. Wir haben, glaube ich, 3-fach Ausfertigung bekommen. Da kostet auch eine irgendwie 8 Euro. Ich guck mal, was noch alles, was da noch mit drin war. Unser Stammbuch, das kannst du uns ja mal zeigen. Das sieht richtig schön aus. Das habe ich nämlich uns bei Etsy geholt. Ja, so ein Altrosa in so einer Samtoptik, ne? Ja. Und hier unten steht dann der Nachname drauf, also Familie und dann der Nachname. Den fand ich richtig schön. Das war leider ein bisschen teurer. Was glaubst du, hat das gekostet? Das Stammbuch selbst? Oder alles zusammen? Nee, das Stammbuch erstmal. Ich glaube, es waren 23 Euro. Genau, das Doppelte. Ja? Ja, 42. Oh. Upsi. Genau, dann brauchte man noch Urkunden und so weiter. Und wir haben in einer Location außerhalb des normalen Standesamtes geheiratet. Und auch dafür mussten wir Geld bezahlen. Was hat das alles zusammen gekostet? 670? Nee. 330? 559 Euro. Also, nee, warte mal, 459 Euro und 4 Cent. Hast du was rausgerechnet gerade eben noch? Nein, weil ich kann nicht schreiben und gleichzeitig sagen. Ach so. Genau, da drin war dann aber auch wirklich alles am Bürokram. Das darf man echt nicht unterschätzen. Nee. Also ohne Hochzeit und ohne allem drum und dran hätten wir das Geld auf jeden Fall trotzdem bezahlt. Ja. Selbst wenn wir auf alles andere verzichtet hätten. Darauf kann man nicht verzichten. Und bei der Location und so weiter, da war das auch schon relativ günstig, was wir hier im Umkreis zumindest hatten. Mhm. Also es war aber trotzdem viel Geld. So, dann haben wir den Fotografen. Dazu muss man jetzt sagen, wir haben einen Tag vorher standesamtlich geheiratet. Ja. Und darauf den Tag halt mit der Feier. Wir hatten aber keine freie Trauung mehr oder sowas, weil darauf wollen wir einen verzichten. Nee, ne? Wir haben dann quasi ein Brautshooting gemacht. Ja, erzähl. Am Hochzeitstag. Ich dachte, du wolltest jetzt. Nee, und während des Standesamtes, glaube ich, 2 Stunden Begleitung gehabt, ne? Also genau, wir hatten beim Standesamt, war er mit dabei 2 Stunden. Ja. Also während der Trauung, die ungefähr eine halbe Stunde ging, die war übrigens die schönste Trauung, also wirklich, die ich bisher hatte. Okay. Naja, wir waren ja aber auch schon mal bei anderen Hochzeiten bei... sie hat das wirklich super gemacht. Also muss man wirklich sagen, wir hatten anfangs ein bisschen so Bedenken, weil sie diesen Job noch nicht so lange macht in dem Bereich. Aber die hat das wirklich super dargestellt und es hat einfach auch super gepasst. Wir haben die ja auch mit guten Informationen gefüttert. Genau, da kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Mhm. Wir hatten 4 DIN A4 Seiten vollgeschrieben, was wir aneinander lieben, was das war das längste, ne, Schatz? Ja, was wir gerne zusammen machen, als Unternehmen. Ja, sowas halt, ne? Genau. Ja. Und da hat sie echt viel rausgesucht und viel mit es war eigentlich fast nur persönlich, die halbe Stunde. Ja, da die 2 Stunden mit dem Fotografen. Genau. Und am nächsten Tag 5 Stunden. Mhm. Also Getting Ready hat er kurz fotografiert. Dann haben wir dieses Hochzeitsshoot. Ja. Genau, fürs Look gemacht. Und dann bis 20 Uhr war er noch auf der Hochzeit. Genau. Genau. Und auch halt so Gastshooting. Ja. Genau. Mit dem waren wir tatsächlich nicht ganz so zufrieden, weil er sehr viele Bilder nicht gemacht hat, die wir abgesprochen hatten. Also er hat wenig die Hochzeit quasi fotografiert. Also begleitet, so Momentaufnahmen. Ne? Genau. Ne?
Wir hatten zum Beispiel einen Geiger geschenkt bekommen, weil ich das ja so liebe von Bridgerton, diese Musik. Und dann wurde von Bridgerton so eine Musik ab... Also hat er halt gegeigt? Geige gespielt. Geige gespielt auf jeden Fall. Das ist halt auf keinem Bild drauf. Oder wir hatten ein schönes Eingangsschild, das ist auch nicht mit drauf. Also so wirklich, er hat wenig Bilder leider gemacht von dem, was abgestimmt war. Genau. Genau. Was hat der gekostet, Janis? 1400. Ja. Der hat 1.400 Euro gekostet. Alle Bilder wurden uns danach online zur Verfügung gestellt. Können wir, glaube ich, immer noch abrufen. War auch zum Teil bearbeitet. Genau, und dann bekommen wir jetzt halt noch ein Fotoalbum. Genau, wir hatten das reklamiert. Also wir hatten mit ihm dann nochmal das Gespräch versucht zu suchen, weil wir halt nicht so zufrieden waren. Man kann jetzt aber auch nichts mehr ändern. Im Endeffekt, die Hochzeit kann man jetzt nicht nochmal wiederholen. Also das ist eigentlich ja abgelaufen. Mhm. Und dann hatte er uns anstatt, also wir hätten gerne den Rabatt genommen und er hat uns jetzt angeboten, ein Fotobuch zu machen. Ja, gut. Dann ist das jetzt so. Da müssen wir noch Bilder raussuchen, müssen wir mal dran denken. Ich habe schon welche rausgesucht. Ach so, okay. Und dann macht er uns dann nochmal ein Fotobuch. Dann kommen wir zur Fotobox. Fand ich mega cool, die Fotobox. Ja. Mega cool. Obwohl ein bisschen wenig Requisiten, ne? Ja, die Requisiten waren vielleicht wenig, aber so die Aufmachung, wie es sonst war. Also Qualität war ja super. Und das war wirklich super. Also man hat gleich einen Ausdruck bekommen. Auch schnell, ne? Ja, ich überlege gerade, ob ich hier gerade irgendwo was habe, aber ich glaube nicht. Da stand dann, also es war dekoriert wie unsere Hochzeitseinladungen, das hatte ich ihm im Vorfeld geschickt. So ein weißer Rand mit Blümchen und unten standen dann unsere Namen und unser Datum. Und dann konnte man halt Bilder in dieser Fotobox machen. Das war ganz normale Größe wie eine Postkarte oder wie so ein Foto normalerweise. Ne? Genau. Die kam direkt raus, wurde aber gleichzeitig auch online gespeichert und haben wir im Nachgang dann bekommen. Genau, dass wir die auch die Gäste dann weiterleiten konnten, die das, sage ich mal, auch digital haben wollen. Genau. Und diese Fotobox, also man muss dazu sagen, aber ich glaube, es ist ja ganz oft so, die Frau macht viel in der Planung, deswegen weiß sie ja das vielleicht auch nicht mehr oder wusste vielleicht auch noch nie, was gekostet hat. Also irgendwann hast du es bestimmt mal erzählt. Ja, ich habe es bestimmt erzählt. Das war auch mit die günstigste hier bei uns in der Umgebung und ja, genau. 175. Nee, 299. Ja, fast dran. Ja. Ja, genau. Aber die hätte man auch kleiner nehmen können, dann wäre aber kein Ausdruck rausgekommen, was ich unbedingt wollte. Ja. Oder du auch, ne? Ja, klar. Ja. Ohne Ausdruck macht die gar keinen Sinn. Genau, und dann die Nummer kleiner wäre auch weniger Fotos gewesen. Wären wir wahrscheinlich auch hingekommen, aber man weiß ja immer nicht, wie fotowütig die Gäste sind. Auf jeden Fall sind da coole Bilder zusammengekommen. Geil, Fotos, ja. Dann hatten wir einen Tanzkurs. Ja. Ich habe vorher noch nie getanzt, also ich hatte auch nicht zur Konfirmation oder so meinen Tanzkurs. Nee. Du schon? Nee, ich hatte beim Schulabschluss hatte ich getanzt, aber nicht in der Tanzschule. Ah, okay. Sondern einfach so gelernt. Ah, mit YouTube-Videos. Damals gab es doch kein YouTube, als ich den Schulabschluss gemacht habe. Jetzt denk mal, du bist so richtig alt. Da gab es bestimmt schon YouTube. Hier gab es Clipfish, glaube ich. Okay. Kennt ihr Clipfish noch? Kenn ich auch, ja. Genau, deswegen haben wir einen Tanzkurs gemacht, haben den dann auch nochmal aufgestockt, dass sie uns eine Choreografie machen soll für unseren Hochzeitstanz. Ja. Ich weiß gar nicht, darf man bei YouTube Musik abspielen? Wir hatten auf jeden Fall, wir können ja mal hier kurz... ein paar Sekunden. Ja, ne? Unser Hochzeits... oder ich sag einfach, wie es hieß. Hochzeitslied war Fire on Fire. Von Sam Smith. Von Sam Smith. Nee, ich spiel's lieber nicht ab. Aber ihr könnt es ja gerne mal bei YouTube googeln oder bei... Spotify. Yes. Dann müsstet ihr da hingelangen. Oder Apple Music, Deezer. Ja, genau. Genau. Das haben wir nochmal extra dazu gebucht. Da hatten wir nochmal dreimal, glaube ich sogar, ne? Dreimal Unterricht, ja. Also viermal normalen Unterricht in der Gruppe mit drei anderen Pärchen. Das war sehr wenig besucht, war gut für uns. Ja. Und dann nochmal dreimal Einzelunterricht. Genau, die viermal war ja quasi so die Standardtänze zu lernen. Genau. Also als Crashkurs. Und die drei Stunden, die wir nochmal in Anschluss hatten, waren dann einfach für unsere Choreografie. Ja. Und das waren etwa 330 Euro.
Rechne mal aus, ich habe das noch nicht zusammengerechnet. Ja. Ach so, doch, ich habe es bestimmt zusammengerechnet, Entschuldigung. Das waren 298 Euro. Ich habe 320 gesagt. Ja, fast. Also auch das hätte man wahrscheinlich mit YouTube-Videos machen können, aber... Es war uns ja schon wichtig, dass wir da jemanden an der Seite haben, der das professionell macht. Ja. Und uns das auch zeigen kann. Ob wir daher so getanzt haben, weiß ich aber auch nicht mehr. Stimmt, sie wollten das Video sehen. Ja, aber ich will niemandem das Video schicken. Ich traue mich nicht mal selber, das anzugucken, weil ich Angst habe, dass es schlimm aussieht. Also das, was ich gesehen habe, sah gut aus. Ja, genau. Dann kommen wir, wir machen jetzt schon 21 Minuten. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Okay. Dann haben wir die Floristin. Mhm. Eigentlich müssen wir uns nicht beeilen. Die war echt günstig. Da wollte Janis erst eine andere haben. Die wäre doppelt so teuer geworden. Ja. Nein, nicht doppelt so teuer, aber ein paar hundert Euro mehr. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir auf mich gehört haben. Und auf mein, und auf mein Bauchgefühl. Ich hatte wirklich den schönsten Brautstrauß, den ich je gesehen habe. Sie hat die schönste Blumendeko gemacht, die ich je gesehen habe. Ich fand es einfach nur wahnsinnig gut. Haben wir eigentlich Fotos jetzt vom Brautstrauß? Nee. Das hat er zum Beispiel auch nicht fotografiert. Aber er hängt unten und trocknet. Im Keller. Ja. Ich kann ja ihr sagen, genau. Genau, aber ich habe ein paar Bilder von der Blumendeko. Das kann ich auf jeden Fall jetzt hier mal einblenden. Genau, wir hatten 8 oder 9 Tische. Da waren dann... 3 Gläser. Wir wollten als erstes solche Adventskränze haben. Also, nee, damit ihr euch das vorstellen könnt, unten solche Kränze. Unten um den Kerzenständer herum. Genau. Da... ja, bei ihr wäre es schon günstig gewesen. Es wäre, glaube ich, 80? 40 Euro? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war es richtig teuer. Also das, nee. Und dann haben wir jetzt einfach auf jeden Tisch 4 bis 5 kleine Blumenvasen. Die hat sie auch mitgebracht. Die haben auch nicht extra gekostet. Sie hat auch alles aufgebaut. War auch inbegriffen. War auch richtig gut. Ja. Die andere hätte ja noch Geld dafür genommen. Also ist ja auch in Ordnung, wenn man dafür Geld nimmt, aber ja, da war alles so in so einem Gesamtpaket. Und was hast du, was denkst du, was haben wir da bezahlt? 699. Nee, ich habe das Geld doch eigentlich vorbeigebracht. Eigentlich müsste nee, ich habe das überwiesen. Ach so, ich habe nur das Dankeschön abgeholt, ne? 600? 600, genau. Genau, also 500 noch was, 585 oder so, dann haben wir noch aufgerundet. Genau, und dann hatten wir auch noch Schleierkraut zum Beispiel für die Dekoration auf den Tischen. Aber ich blende euch das hier mal ein. Alles, was an Blumen ist, ist von ihr. Mhm. Genau, dann haben wir die Torte. Ja, die Torte war, glaube ich, 400 Euro. Für 78 Portionen oder so. Also genau, da können wir auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, nee, 65 Portionen, glaube ich. Weil sie hatte schon gesagt, sie würde immer ein bisschen klein, also weniger Portionen machen. Ja. Aber wir wollten, oder ich wollte unbedingt, ich weiß nicht, willst du auch dreistöckig? Ja. Und deswegen ging das dann gar nicht kleiner. Und ich zeige euch jetzt mal hier, wie sie aussah. Und bei der Torte ist noch mit drin, wir haben vorher ein Probeessen gemacht. Richtig. Genau, das hast du schon wieder vergessen fast, ne? Ja, die habe ich doch zweimal abholen können. Ja, und dann haben wir das quasi so in kleinen Muffins bekommen und haben dann die Füllung ausprobieren können. Genau, die waren dann größtenteils mit Buttercreme und teilweise mit Mascarpone. Und wir hatten dann uns ausgewählt unten Himbeere. Ja. Himbeermascarpone, in der Mitte Bueno Mascarpone. Ja. Und oben... Maracuja mit... Pfirsich, nee. Ich glaube ja. War so ein Misch? Ja, Maracuja, Pfirsich oder Maracuja? Ja, doch. Mhm. Ja, ich glaube, es war Pfirsich-Maracuja, ne? Ja, irgendwie so. Mit Mascarpone. Mega, mega geil. Also wirklich, die war so lecker, ne? Ja, und der Teig war dieser Red Velvet, ne? Ja, also roter. Mhm. Sah echt gut aus. Das sah wirklich richtig... Es sah nicht nur gut aus, es hat auch wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, habe ich noch lange von gegessen. So, das hat... genau, und dann haben wir die Probe und noch einen Kuchenständer haben wir uns gekauft, weil der war nicht dabei. Ach ja, stimmt. Aus Porzellan. Hast du den verkauft? Nee, den behalte ich. Okay. Oh, wir müssen gleich nochmal gucken und neuen Speicher machen. Aber gut, erstmal, was hat es alles gekostet? Die drei Sachen.
Dann sind es halt 480 Euro. Fast. Es waren 476. Okay. Du. Und 99 Cent. Du Euro-Füchsin. Genau. Dann haben wir unsere Eheringe. Ja. Ja, da haben wir uns auch für etwas... Also man hätte auch was günstigeres, viel günstigeres nehmen können. Aber ich bin sehr zufrieden, dass wir uns die geholt haben. Und bei mir ist es so eine besondere Farbe, Haselnussgold. Das gab es auch eigentlich nur von der Marke, ne? Mhm. Die so typisch eigentlich auch für... Nee, du musst auf den Bildschirm klicken. Weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Mach mal deinen Ring daneben. Dann sieht man, du hast ein normales Gold. Ja, ich wollte einen klassischen Ehering haben. Ich klicke. Genau, hier seht ihr das. Vielleicht sieht man das, ich weiß es nicht. Und ich wollte die nämlich gerne hier so übereinander tragen. Und bei dem Haselnussgold ist es nämlich so, dass es fast aussieht wie Silber. Also man kann das einfach zu Gold und zu Silber tragen. Und das fand ich richtig gut. Ja. Und ich habe, glaube ich, 18 Steine. 18 Steinchen drin. Ach ja, naja, man sieht es nicht jetzt so gut. Und aber der ist nicht drumherum. Also vielleicht haben wir ja noch ein Bild. Wenn je mehr Steine, desto teurer wäre es nämlich auch noch geworden. Genau. Und so ist es, der dreht sich häufig auch leider, aber wenn ich ihn richtig rumdrehe, ist er halt dann von vorne mit Steinchen besetzt. Genau. Und du hast einen normalen, ne? Genau, einen normalen Goldring. Ein bisschen stärkeren, weil der ja bei den Fingern ja auch ein bisschen aussehen soll. Und ja. Und von welcher Marke waren die nochmal? Die Ringe? Ja. Gerstner waren wir. Da haben wir am Gewinnspiel teilgenommen, aber leider nicht gewonnen. Das müssen wir bei dem Juwelier, aber haben wir daran teilgenommen, nicht bei dem Ringhersteller. Ja. Haben wir leider nicht gewonnen. Nee. Vielleicht habe ich es ja auch einfach nicht gesagt, dass wir gewonnen haben. Genau. Und was haben die Ringe gekostet zusammen? 1500. Ich mag das nicht, wenn jemand 1500 sagt. Entschuldigung, verschluckt. 1500 Euro. Genau, falsch. 1492 Euro. Und 9 Cent. Es war mega schwierig, sich einen Ring rauszusuchen, oder? Also ich habe mich echt schwer getan. Ja, du hast dich schwer getan. Für mich war es eigentlich relativ klar, was in welche Richtung. Der erste ging zurück. Ja, weil der zu klein war, Schatz. Ja, aber es war auch ein anderer, oder? Nee. War es der? Ich wäre. Ah, okay. Ich meine ja. Das war genau der. Die armen Leute, die gucken schon so lange zu. Ja, ist doch gut, die interessiert das doch bestimmt. Genau, auch, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, kommentiert gerne mal eine Rose oder ein Herzchen in die Kommentare, oder? Oder ein Ring. Oder ein Ring, genau. Cool. Und ob ihr glaubt, ob ihr... Also ich finde eigentlich, bei den Ringen sind wir relativ günstig geblieben. Ja. Also... Ja, man hat die auch sein Leben lang, muss man ja auch bedenken. Genau, so dann machen wir mal weiter. Getting Ready Vanny. Also, bei mir gab es für meine drei Mädels so eine Kiste. Hast du eigentlich deiner Mutter und deiner Schwester diese Schokoladen noch hingelegt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, mehr. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir unseren Schuhanzieher verloren haben bei der Hochzeit. Genau, und ich hatte denen so kleine Präsentkörbe gemacht. Und dann auch für mich noch, oder für alle, auch Badelatschen. Ich weiß gar nicht mehr, was waren da? Ich habe mir auch schon aufgeschrieben. Haarklammern, Make-up-Taschen, Kerzen habe ich beplottet. Steht bestimmt jetzt. Ach, meine Sneaker sind da auch noch mit drin. Also ich habe Hochzeits-Sneaker gehabt. Für den späteren Abend. War mega gut. Ach nee, du hattest sie relativ schnell an, ne? Ich hatte sie relativ schnell an. Die waren wirklich richtig gut. Und ja, weil ich dann einfach so Fußschmerzen hatte und irgendwann hatte ich sie gar nicht mehr an. Ich glaube, um 3 habe ich sie ausgezogen. Genau, was hat mein Getting Ready gekostet mit diesen Sneakern? Also 280 Euro. Nee, 132. Was? Ja. Mit Schminken? Ach, nein. Nee, ach so. Das war doch noch nicht. Das kommt noch, das so. Kommt als nächstes. Ja, gut. Was wir hier noch sagen, wir machen das nachher. Brautstyling. Also ich wurde geschminkt, hatte ein Probestyling, ich wurde gestylt, ich habe beim Standesamt wurde ich geschminkt, beim Tag drauf geschminkt und gestylt, also Haare gestylt.
meine und dann noch zwei Gäste-Make-up. Und mir hat der Trauzeuge die Schuhe zugebunden. Ja, du warst kostenlos. Ja. Also was hat meins gekostet? Und deins hat gekostet... Also insgesamt, alles, was ich gerade aufgezählt habe. Okay, also ich schätze mal, das waren halt 360 Euro. Mhm. Fast, das waren 569 Euro. Ja. Mensch, habe ich ja fast alles richtig geschätzt bisher. Ja. Da hätte man tatsächlich auch sparen können. Ich finde es aber cool, wenn man auf Bildern einfach, also ich fand es besser, dass ich geschminkt war. Also so dolle geschminkt war auch. Also ich war ja nicht dolle geschminkt, ne? Aber man, auf Bildern sieht man immer sehr schlimm aus, wenn man wenig geschminkt ist, finde ich. Okay. Also ich fühle mich da nicht wohl. Deswegen, das war auf jeden Fall gut. Dass die Stylings für die Gäste war leider nicht so gut. Da meine Schwester hat sich dann die Haare zum Beispiel als Zopf gemacht, weil die Haare, die sie da gemacht hat, die waren wirklich furchtbar. War ein bisschen blöd. Also mir wäre es nicht aufgefallen. Ja, euch Männern fällt sowas nicht auf. Dann die Einladungskarten. Da sind aber nicht nur die Einladungskarten, sondern auch die Gastgeschenke auch. Nee, die Save the Date Karten. Die Einladungskarten, die Dankeskarten und Versand. Wir haben vieles aber auch selber weggebracht. Also wir haben nicht alles per Post versendet. Genau. Dadurch, dass ja Vanessa eine kreative Ader hat, hat sie die Karten ja weitestgehend selber kreiert. Ach ja, genau. Ich habe die komplett selber gemacht. Ja. Und das spart in diesem Bereich ja natürlich auch einiges an Geld, als wenn wir es über diese bekannten Plattformen machen, die es da so gibt. Ja. Und wir haben die dann einfach in der Druckerei drucken lassen, da wo ich meine Sachen auch immer drucken lasse. Genau. Und genau, da habe ich dann quasi, haben wir nur für das Drucken bezahlt. Ja. Ja? Mit Briefmarken, soll ich dir sagen? Ach so, und Briefumschläge waren ja auch noch mit dabei. Also da war wirklich alles mit dabei. Stimmt, die hatten wir ja auch noch. Ja. Mit allen, also mit Dankeskarte, Getting... Hier. Save the Date, Einladung und Danke. 150? 113 Euro. Ja. Warte. Aber daran sieht man wieder, die richtige Frau geheiratet. In dem Bereich haben wir gut sparen können. In dem Bereich. Nee, bisher, aber alle anderen Sachen gut, außer das Brautstyling, man konnte nicht viel mehr sparen. Außer bei den Ringen, da hätte man auch noch günstigere nehmen können. Aber ansonsten haben wir nicht hohe Ausgaben gehabt. Also, ja, ihr könnt es ja dann beschreiben. Oder ja, wir lassen es einfach mal so dahingestellt. Einfach unkommentiert so. Wir kommentieren es ja die ganze Zeit. Und wir hatten auch zum Beispiel bei den Einladungskarten 3 Karten pro Person. Also die waren ja so zum Aufschieben, also so zum Aufklappen oder wie auch immer. Der DJ. Dazu muss man sagen, da haben wir, glaube ich, einen kleinen Rabatt bekommen, weil wir den einfach kennen. Ja. Was hat der gekostet? 600. 630, weil 30 Euro haben wir noch Trinkgeld gegeben. Okay. Die Gastgeschenke haben gekostet. Viel Zeit. Viel Zeit können wir euch aber mega empfehlen. Ja. Das war im Endeffekt das Gastgeschenk. Also ein kleiner Mini-Umschlag. Jeder Gast hat einen persönlichen Brief erhalten von uns. Genau. Womit wir irgendwelche persönlichen Eigenschaften oder Erlebnisse mit ihm geteilt haben und er die dann auf seinem Platz im Hochzeitssaal dann entdeckt hat. Also den Briefumschlag. Genau, die Briefumschläge, also die Gastgeschenke, da stand dann vorne der Name drauf, war auch gleichzeitig der Platz... Das Platzschild? Das Platzkärtchen. Kärtchen. Mhm. Und bis wir diesen perfekten Umschlag gefunden haben, das war echt eine lange Suche. Es musste ja diese Farbe sein. Es musste genau diese Farbe sein. Es ist wirklich, das ist eigentlich die Hochzeitsfarbe. Guck mal, da habe ich doch das... Ja, habe ich gerade auch schon gesehen hier. Die Tapete passt genauso. Also so war auch die Hochzeit gestaltet. Außer mein Anzug. Außer dein Anzug. Und mein Kleid ja auch nicht. Ja. Genau, die waren leider auch ein bisschen teurer. Ich glaube... 50 Cent pro Stück, ne? Ich glaube 45. Ich war ein bisschen unter 50. Da 45. Und dann hatten wir dann auch noch 25 zu viel drin. Ah. Weißt du noch? Nee. So, dazu haben wir aber auch innenliegend einfach normales, dickeres Papier genommen. Mhm.
Ja, dein Part. Was die Gastgeschenke gekostet haben. Ja. Also nur an Materialien, ne? Nee, wir hatten noch mehr, fällt mir gerade ein. Wir hatten noch kleine Kartenhalter. Die Karten haben nämlich in so einem Herz gesteckt, damit die auch stehen, die Karten. Und wir hatten auch Gin gemacht. Für die Leute, die plus eins sozusagen, mit denen wir nicht so viel zu tun haben, wo wir jetzt tatsächlich keinen Brief hingekriegt hätten oder nicht so oder ja, der nicht so schön geworden wäre vielleicht, da haben wir, glaube ich, für 8 Leute oder weniger, glaube ich sogar, selber Gin gemacht, unseren Lieblings-Gin. Also die Grundzutat für den Lieblings-Gin-Cocktail. Cocktail, genau. Und dann haben wir aber auch noch für die Kinder haben wir kleine Armbänder mit den Namen gemacht. Richtig. Fanden sie auch alle cool. Haben sie nur nicht zugekommen, weil wir es zu kurz gemacht haben. Und das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Aber das haben wir für die Kinder gemacht, genau. Und das alles jetzt. Genau, die kleinen Gin-Dinger hatten wir in so kleinen Flaschen. Da haben wir so kleine Flaschen gekauft. 90 Euro. Nee, tatsächlich nur 75 Euro. Material. Und 60 Cent. Ja. Genau, also hier könnt ihr auf jeden Fall viel Geld sparen mit diesen Briefen. Es aber ist aber sehr, sehr zeitaufwendig. Ja. Aber wir haben von allen richtig positive Rückmeldungen bekommen. Jeder hat seinen Brief auch mitgenommen. Also ja. Und ich finde auch tatsächlich... Manche, wo ich jetzt auch schon zu Besuch war, die haben das auch bei sich an der Pinnwand hängen. Ach, schön. Mir ist sowas eingefallen. Bei den Ehering war 9 Euro ein kleiner eine Ringbox, die ich doch personalisiert habe. Okay, also sind es dann doch 1500. Nein, da drinnen schon. Ach so. Und was wir richtig cool fanden, wir haben ein Ringmädchen, ein spontanes Ringmädchen gehabt. Wir haben nämlich, erzähl du. Wir haben nämlich die Ringbox unter einen der Stühle von den Gästen geklebt. Wir hatten aber die Stühle alle nicht benannt, also wer wo sitzt. So war das dann einfach zufällig dann, als es zur Ringübergabe kam, dass wir gesagt haben, guckt mal unter eurem Stuhl. Ja, und dann hatte tatsächlich eine Person, die mit gar nicht gerechnet hat, dann den Ring gehabt und hat uns den Ring vorbeigebracht. Das war richtig cool. Also wenn ihr... Also das fand ich wirklich cool. Ja, das war mega, mega schön, weil einmal war die Person total überrascht. Wir haben uns gefreut, dass er sich dann gefreut hat, dass er uns die Ringe oder ein Teil dann davon war. Genau. Und das übergeben konnte. Also es war eine lustige Sache, die einfach auch überraschend für alle Gäste kam. Ja, genau. Dann haben wir die Deko. Wir vergessen wahrscheinlich jetzt richtig, richtig viel, was wir euch zu sagen haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst sie einfach in den Kommentaren da. Und dann können wir gerne nochmal ein Video machen, weil ich glaube, die Leute, die jetzt tatsächlich nur interessiert, wie viel Geld wir ausgegeben haben, haben jetzt schon 30 Minuten Video vor sich. Ja, ist doch kein Ding. Genau, also falls ihr irgendwelche Fragen habt, nochmal zu besonderen einzelnen Bereichen, dann lasst sie auf jeden Fall in den Kommentaren stehen. Ja. Dann lasst sie da. Dekoration. Das bei Dekoration ist es tatsächlich so, das teuerste war das Audiogästebuch. Ja. Wurde auch nicht ganz so mega genutzt. Also wenn ihr überlegt, ein Audiogästebuch für die Hochzeit zu nehmen, überlegt es euch. Ja, oder präsentiert es deutlicher oder... Es war eigentlich schon deutlich bei uns. Am Anfang, das war das Problem, wir hatten es nicht eingestellt. Also es war leider aus. Und viele haben sich gewundert, warum das da nicht funktioniert. Ich habe das gekauft gehabt. Mittlerweile kann man die aber auch schon für 50 Euro kaufen. Bei mir waren es noch 120 Euro. Das versuche ich auch gerade wieder loszuwerden, bin ich aber leider noch nicht losgeworden. Dann hatten wir ein normales Gästebuch. Ja. Also ein Buchgästebuch. Das war auch personalisiert, ne? Das war auch personalisiert. Da waren auch Fragen drin, weil ich es abgöttisch hasse. Ich hasse es einfach, wenn man irgendwo zu einer Hochzeit geht. Nein, ich hasse es nicht, aber ich finde es super schwierig, eine ganze Seite voll zu kriegen, wieder einfach nur mit Sprüchen oder mit Glückwünschen, ja, weil das steht ja meist auch schon in der Karte. Finde ich trotzdem schön, aber ich finde es viel, viel, viel besser, wenn vorgefertigte Fragen da sind. Genau. So, und das war so, war es ja dann noch angefertigt in verschiedenen Variationen und so konnten sich dann die Gäste da dann eintragen. Genau. Wurde auch
angenommen. Und aber nicht so viel tatsächlich, leider. Obwohl wir ein paar Mal darauf hingewiesen haben, deswegen der Tipp von uns einfach an euch, sagt es immer, immer wieder, sagt es eurer Trauzeugin, eurem Braut. Was? Trauzeugen. Trauzeugen, genau, dass sie immer die Gäste wieder darauf hinweisen sollen, wenn da keiner steht, dass da wieder jemand hinkommt. Also das war ein bisschen schade, es ist tatsächlich nicht so viel ausgefüllt worden. Genau. 333 Euro. Na warte, dann hatten wir Servietten. Ich wollte gerne, also ich hatte nicht so viel, ich wollte nicht so dolle Rosa haben, aber ich wollte so kleine Details in Rosa haben. Weil ich, so kitschiges Rosa finde ich ein bisschen zu viel. Das war Altrosa. Unsere Hochzeit war Altrosa eher. Und da habe ich die perfekten Servietten gesucht, weil ich so dachte, okay, das könnte neben den Blumen noch ein Farbtupferle sein. Mhm. Auch ein ganz leidiges Thema. Ich weiß nicht, wie viele Servietten wir hier hatten, bis wir die richtigen gefunden haben. Kannst du dich noch erinnern? Das waren viele, die wir uns zuschicken lassen haben. Genau. Wo aber nie eine passende dabei war. Weil es war entweder zu Barbie-Rosa oder es war zu Braun-Rosa. Aber dann habe ich die perfekten gefunden. Die waren auch wirklich richtig qualitativ gut eigentlich, fand ich. Ne? Also Stoffservietten. Und die haben auch 110 Euro gekostet. Für 70 Personen, glaube ich, war das. Oder 80, weil wir hatten ja genau 80, glaube ich. Dann hatte ich super viele künstliche Blumen und Girlanden, weil ich zum Beispiel das Eingangsschild selber gemacht hatte und da ein paar Blumen hingeklebt hatte. Ich habe auch solche Aufsteller, hier ist zum Beispiel Gästebuch und so, habe ich alles selber gemacht. Diesen Hochzeitsring. So einen großen Ring, wo wir Bilder vorgemacht haben. Den hatten wir ausgeliehen. Da hatte ich aber auch nochmal neue Girlanden quasi geholt. Für die Candybar hatten wir einiges geholt, also so Zangen. Auch das Süße für die Candybar ist jetzt alles hier bei Dekoration mit drin. Dann hatten wir ein Love-Zeichen, also so ein Riesending. Mit Love, also so diese aus Holz, Leuchtebuchstaben. Genau, so Holzbuchstaben, relativ, also sehr, sehr groß, einfach bei der Tanzfläche stehen. Genau. Die dann, sage ich mal, das Ganze untermalt haben. Das sah ganz gut aus. Genau, an der Seite. Die hatten wir noch einen Tag vorher organisiert. Die hat 85, die haben 85 Euro gekostet für einen Tag. Die Nebelmaschine dann auch? Eine Nebelmaschine hatten wir noch. Ich guck gerade mal. Die haben wir zwar nicht benutzt, aber die hat 25 Euro gekostet. Die haben wir auch ausgeliehen. Dann hatten wir Everlands, kann ich mega empfehlen, kann ich euch unten auch gerne mal verlinken. Da standen, ich habe dann so kleine Kärtchen gemacht, so kleine Kärtchenaufsteller für jeden Tisch, ein oder zwei. Und auch so im Raum standen die manchmal. Und dann konnte man quasi mit seinem Smartphone über Fotos machen. Über den QR-Code oft quasi die Fotos dann hochladen. Genau. Und wir hatten bei der Location eine Leinwand. Und da liefen dann die ganze Zeit diese Fotos, die hochgeladen worden sind. Und das wurde mega gut angenommen. Ja. Also eigentlich war ich immer so, auf der Hochzeit lieber kein Handy, also Handyverbot so in der Art. Aber es war richtig gut, dass wir das gemacht haben. Genau, und jeder hatte ja auch noch auf seinen Tisch so eine einzelne Aufgabe legen. Genau. Das war auch noch super, weil dann auch so ein bisschen Schwung in die Feier dann auch kam. Die Leute sich untereinander nochmal so, ne? Da stand zum Beispiel, mach ein Bild mit der ältesten Person im Raum oder mit mit einer Brillenträgerin oder mit dem Zapfhahn. Ja, und das haben echt viele gemacht, ne? Mit dem Zapfhahn. genau. Das haben wir gemacht. Dann hatten wir so Wedel, weil wir durften kein Reis oder keine Blumen oder sowas werfen. Da hatten wir Wedel. Alles, was mit Papier, also was wir euch gerade gesagt hatten, haben wir alles selber ausgedruckt und geschnitten und geklebt. Dann nochmal Servietten von meinen Katzen. Das habe ich euch irgendwann mal in einem anderen Video gezeigt. Da habe ich so Servietten für die Candybar geholt, wo ich und meinen beiden Katzen drauf bin. Das war ein bisschen creepy aus am Ende, Servietten. Ja, die Servietten waren ein bisschen creepy, aber es war irgendwie trotzdem süß. Lichterketten, Autoschleifen hatten wir noch. Ui. Dann hatten wir Fächer, also ne, zum Kühlen. Dann hatten wir den Standesamtssekt. Der war auch noch mit hier drin. Stimmt, da hatten wir unser eigenes Etikett kreiert. Hm, kannst du zeigen? So sah das dann aus. Das konnte man mit Rotkäppchen quasi, das war umsonst, bedrucken lassen. Das ist hier so ein Sticker und dann haben wir das auf das Rotkäppchen, auf den Rotkäppchen-Sekt immer draufgeklebt. Genau, so ein Sekt hatten wir noch. Ich gehe mal kurz alles durch. WC-Boxen hatten wir. Ach so, hier diese. Genau, so dass man sich mal frisch machen kann mit ein paar Sachen. Dann hatten wir
Bilder von Mila und Bounty, also von unseren Katzen, für die Fotobox. Das wurde auch super genutzt. Ja. Das war dann so ein Stab, haben wir gemacht. Und oben dann halt die Köpfe von den Katzen. Dann konnte man mit den Katzen Bilder machen. Ja. Dann waren die Katzen quasi bei der Hochzeit. Genau, aus dem Grund hatten wir die dann dabei. Also es war auch, die kamen wirklich sehr gut an. Haben ja viele mit Fotos gemacht. Das Fotobox war wirklich richtig cool. Ja, und noch ein paar andere Sachen. Aber so das so war im Groben das, was wir da alles drin hatten. Was hat das gekostet? 900. 900, hast du gerade gesehen? Nein. 966,50 €. Aber davon haben wir auch einiges wieder zurückbekommen. Da kommen wir doch gleich hin. Ah, okay. Das waren alle unsere Kosten. Für die Hochzeit. Aber wenn ihr jetzt richtig aufgepasst habt, seht ihr natürlich, fehlt da noch was. Janis, was fehlt? Unsere Klamotten. Ja, die haben wir geschenkt bekommen. Deswegen ja, werden wir die jetzt hier nicht mit aufnehmen. Willst du sagen, was es gekostet hat bei dir? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr. 800? Echt? Nee. Also habe ich es dir gezeigt? Oder? Nee, ich glaube, du hast mal 1000 gesagt. Ja, dann kommt auch 1000 hin. Und mit Umschneidern und so? Ja, also auch die Schuhe selbst haben ja auch noch mal ein bisschen mehr gekostet. Also ich denke mal so 1200 € waren es dann. Wie viel? Mit Schuhen. 1200 €. Okay, das war sehr günstig. Geht jetzt zu mir. Ja, also mein Kleid, wir schreiben es jetzt hier nicht mit ins Budget rein, weil wir es einfach komplett geschenkt bekommen haben. Ich habe meine Krawatte auch vergessen. Die war super teuer, die ich hatte. Ja. Er hat eine, also er hatte für das Standesamt sich dann nochmal schnell eine Krawatte geholt. Für den anderen Tag hatte er eine Fliege, das fand ich auch besser. Und die Krawatte, ja, wie sah sie aus? Also das habe ich gesagt. Ja, wie der Windows-Bildschirmschoner. Ja, die sah wirklich ein bisschen so aus. Fand ich gar nicht. Passend. Ja, ich fand schon. Mhm. Ja, also und mein Kleid hat gekostet 2300 €. Und nochmal 300 € vielleicht zu umschneidern oder 250. Und dann habe ich nochmal Schuhe für 120 €. Trägst du auch nochmal die Schuhe? Die Schuhe, bestimmt kann man die nochmal tragen. Die sind nicht weiß, die sind Glitzer. Ach ja, stimmt. Die, die könnte man tatsächlich nochmal tragen. Und das Kleid für Standesamt? Ach ja, da war ja noch was. Das hat... oh je, 200 € gekostet? Ich glaube 200 €. Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Stimmt, das war auch das Einzige, was es da gab, ne? Da habe ich so lange gesucht. Hm. Da habe ich so lange gesucht und dann habe ich echt das perfekte Kleid gefunden für Standesamt, weil das war voll mein Kleid. Oder? Ja. Aber da können wir euch auch gerne das mal Bilder einblenden. Das sieht gut aus in deinen Kleidern, oh, Schatz. Danke. Und du auch in deinem Windows... Anzug. Nein. Windows-Anzug? Nein, der Anzug war wirklich richtig schön. Ja. Ich dachte tatsächlich, er wird grün, aber er ist beige geworden. Genau, in einer richtig schönen sommerlichen Farbe. Ja. Und als Tipp für jeden Bräutigam, der manchmal ein bisschen schwitzen tut, habe ich vom Trauzeugen empfohlen bekommen, ein richtig gutes Deo zu benutzen. Oder Bahn, falls ihr es kennt. Sag ich mal langsamer? Oder Bahn. Oder Bahn? Oder Bahn. Okay. Oder Bahn müsste es sein. Jetzt hast du mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich glaube, oder Bahn war es. Das trägt man einfach ein paar Tage vor dem Termin rein. Du könntest ja verlinken. Ja, das stimmt. Ist wirklich der Knaller, erzähl. Entschuldigung, ja, ich habe unterbrochen. Ja, hast du. also ich habe überhaupt nicht geschwitzt. Sei es an einem Tag, wo wir unsere Trauung hatten oder dann auch die Feier und das ganze Tanzen. Also ich hatte den ganzen Abend auch mein Jackett an. Ich habe überhaupt nicht geschwitzt. Das war echt richtig gut. Also auch wenn ich morgens laufen war, hatte ich keinen einzigen Schweißtropfen da an der Stirn gehabt, wo ich es aufgetragen habe. Also wirklich eine richtige Chemiebeule. Keule. Nö, Metallbeule. Also ja. Ich habe es tatsächlich auch genutzt für die Hochzeit und ich habe auch nicht geschwitzt. Ja. Also ich habe es nur im Gesicht benutzt, dass ich da nicht so viel schwitze. Also an der Stirn, nicht im Gesicht, an der Stirn. Und ja, es war, wenn man das mal benutzt, ist es bestimmt auch nicht so schlimm, aber auf Dauer sollte man das, glaube ich, nicht benutzen. Das war's. Ja, insgesamt sind das dann, wie viel waren die Kosten, Janis? Erzähl mal. Für was denn jetzt alles zusammen? Ja, alles insgesamt. Mit Kleid und so? Nein, ohne Kleid. 18.000 €? Nee, 16.000 €.
966,78 €. Mhm. Natürlich muss man jetzt sagen, das ist jetzt das Endergebnis, was wir an Kosten hatten. Plus nochmal Kleid und, also wir sind bei 20.000. Ja. Sogar ein bisschen drüber. Ja. Schlimm. Also eigentlich ist es nicht schlimm, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, ne? Weil wir haben auch überlegt, wo hätte man jetzt ernsthaft sparen können? Also so, ne? Man hätte einfach nur das machen können. Ja, aber, ja, das ja, aber ich meine in dem Rahmen, dass wir trotzdem so heiraten, ne? Es hat sich gelohnt. Genau. Auf jeden Fall. Also es war eine wunderschöne Hochzeit. Es war auch alles super organisiert, auch von den Gästen. Haben wir sehr viele Komplimente dafür bekommen. Viele meinten auch, dass es wirklich eine der schönsten oder die schönste Hochzeit war, die sie jemals besucht haben. Auch was wir meinten von der Location her. Also super Personal, super organisiert. Also man hat gemerkt, dass sie richtige Profis sind. Und das war uns auch den Preis wert. Genau. Waren sehr, sehr schöne 2 Tage. Ja. Und genau, dann die Geschenke. Also Geschenke waren es insgesamt 9.720 €. Das haben wir quasi an Geldgeschenken bekommen. Ja. Das hier. Das müssen wir jetzt, also wir rechnen jetzt aus, was noch von meinem Budget übrig ist. Ich hatte ja 8.000 € für die Hochzeit gespart und wir schauen uns jetzt an, also Jan ist genauso oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall hat er, also wir haben ja Hälfte-Hälfte gemacht, ja. Und jetzt rechnen wir einfach mal mein Budget aus, wie viel Geld ich jetzt quasi von den 8.000 € noch übrig habe, was ich in irgendwelche anderen Umschläge reinpacken kann. Okay. Cool, ne? Welche Umschläge dann? Zweite Hochzeit? Oder? Nee, Haus. Haus? Ja. Okay. Genau, das waren die Geschenke. Von diesen Geschenken haben wir 2.000 € für den Urlaub genommen. Ja. Da haben wir gesagt, komm, hauen wir auf den Kopf. Haben wir Kroatien. Auch. Haben wir auch, ja. Waren wir in Kroatien danach, quasi unsere kleine Hochzeitsreise, ne? Ja. Mit dem Camper. Und für ungefähr eine Woche 2.000 € ausgegeben. Wir sind auch sehr, sehr viel gefahren, muss man sagen. Ja, und wir waren 10 Tage eigentlich unterwegs. Wir waren nicht nur eine Woche. Aber da vor Ort waren wir halt wirklich nur so 7, 8 Tage. Ja. Oder? 6 Tage. Echt? Mhm. Wir hatten 2 Anreise und 2 Abreise. 10 Tage. Waren wir 10 Tage nur unterwegs? Ja. Ich glaube, wir waren ein bisschen mehr, oder? Nee, wir kamen Freitag wieder. Wir sind mit Dienstag los und kamen Freitag wieder. Okay. Haben wir 2.000 € ausgegeben. Das müssen wir jetzt quasi von den Geschenken eigentlich nochmal abziehen. Naja, wir schreiben es erstmal auf. Egal, dann haben wir was verkauft. Ich habe mich gleich dran gesetzt und alles von der Dekoration, was wir selber gekauft haben, hier bei diesen 900 €, direkt wieder verscherpelt. Scherbelt. Nicht verscherbelt? Nicht verscherbelt. Okay. Also, ich habe die Blumen gelandet. Ich habe die Tischaufsteller, Lichterketten, Sektgläser. Genau, wir hatten noch Sektgläser gekauft. Stimmt. Holzherzen, Fächer, Notfallkörbchen, Servietten, Perlen, Candybar-Fahne, Candybar-Sachen nochmal und Lichterketten. Also wirklich einiges noch verkauft. Die Gläser waren noch nicht mal kalt, als wir aus dem Geschirrspüler rausgeräumt haben. Und da waren sie schon wieder verkauft. Genau. Also sofort just in time. Direkt. Ich kann euch da empfehlen, die Facebook-Gruppen. Ja. Bei eBay-Kleinanzeigen ging es nicht so gut. Aber bei den Facebook-Gruppen... ganz, ganz schnell waren die Sachen weg. Bisschen was haben wir noch, aber wenn man das nochmal online stellen würde, würde es vielleicht auch nochmal schnell weggehen. Verkauft haben wir nochmal 239,49 €. Genau, und die Servietten habe ich auch wieder verkauft. Was sollen wir mit 80 Servietten? Das heißt jetzt die restlichen Kosten. Das kannst du mal eintippen, wenn du willst. Du musst im Bild bleiben. So. Hm? Also, wir haben... Nee, 16, ne? 16.966. -9720. Jetzt musst du plus wieder 2.000. Ach, das ist ein 7.000. Ah, okay. Plus 2.000. Und jetzt... minus... ja. 239.49. Macht 9.007,29 €. Richtig, habe ich hier auch aufgeschrieben.
Klasse, ich kann einen Taschenrechner bedienen. Hier, kannst du aufschreiben. Oh, egal. Aber schreib ordentlich. 9000? Ja. 7? Oh nee. Was denn? Nee, das sieht doof aus. Ja, dann mach ich schon mal selber neu. Du versaust mein ganzes Bild. Warum? Das sieht doch so komisch aus. Nee. Gib dir Mühe. Ja, ich muss ja. Oh nee, Janis. Ja. Nicht so groß. Wie groß? Du hast doch eine Zeile. Ich muss das mal fotografieren. Das ist doch schön aussehen. 9? Oh, gib dir mal Mühe. 9? Nein, 0. Oh Mann. Okay, jetzt müsstest du es ordentlich machen. 9000? Ja. Und 27 Cent. 29, meinte ich. Sieht so hässlich aus. Hä? Nein, 7 Euro schon richtig. Ja, aber der Strich sah blöd aus. Okay. Guck mal, sieht das viel schöner aus. Mhm. Was war hinten, eine 9? Oder? Ja. Und ein Eurozeichen. Und noch ein Punkt zwischen der 9 und der 9. Da? Machst du oben oder unten? Gut. Das waren also quasi unsere Kosten, die jetzt noch übrig sind, nach Abzug der Geschenke und nach Abzug des Verkaufs. Ja. Für jeden sind das also dann 4,5. Musst du jetzt aber hier aufschreiben, weil sonst, ich muss das ja von meinem Konto ab. Also durch 2 oder was? Ah nee, ich würde es lieber aufschreiben. Keine Ahnung. Ich schreibe mal Vanessa Budget. 8.000 Euro. Hochzeitskosten. Kannst du mal durch 2 machen, bitte? Dann sind das für mich 4.503,65. Und mach da mal minus 8.000. Das heißt, ich habe jetzt noch 3.496,36. Und da muss ich mir auf jeden Fall nochmal überlegen, welches Budget das reinkommt. Vielleicht spiele ich hier mal Spar-Challenges davon. Oder sponsorst du einen Urlaub? Nee. Genau. Das ist jetzt also mein Budget, was noch übrig ist. Und ja, unser Fazit zur Hochzeit. Teuer, aber schön. Ja, mega schön. Also die Tage gingen natürlich dann auch, vergingen dann wie im Flug. Ja. Aber man muss sagen, es war wirklich alles super perfekt. Es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Und kann es jedem empfehlen, so eine Hochzeit so zu planen und sich auch wirklich die Mühe dann dafür zu geben. Weil es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Tag und den will man auch schöne Erinnerungen behalten. Also dafür war es wirklich top, ja, wie wir es gemacht haben. Das ist unser Budget. Super. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Oder wir sind gespannt, was ihr sagt. Ja. Findet ihr das teuer? Findet ihr, ja, bestimmt. Also, klar. Oder schreibt gerne mal in die Kommentare, so wie eure Hochzeit war, wie teuer die war. Ja, ne, man muss ja auch immer sehen, welche Zeit die dann stattgefunden hat. Schreibt einfach alles mit rein. Wann habt ihr geheiratet und wie teuer war es? Und mit wie vielen Gästen oder wie ihr gefeiert, ja, habt. Ja, genau, genau. Das könnt ihr gerne mal reinschreiben. Da sind wir schon gespannt drauf. Mal gucken, was da so für Informationen kommen. Ja. Ich fand auch ganz interessant, manche haben ja einfach nur zu zweit geheiratet und gehen danach nochmal essen. Kann man auch machen, ja. Hätten wir 1.000 Euro bezahlt. Na, nee, mit dem Ring. Hätten wir vielleicht 3.000 Euro bezahlt. Ja. So haben wir... mehr bezahlt. 4.000 Euro pro Person bezahlt. Ja, aber gut, wir haben ja eigentlich mehr bezahlt. Wenn man überlegt, die Geschenke, also... Nee, die Geschenke, ja, hätten wir dann nicht bekommen bei der Feier. Ja. Wenn wir nur zu zweit gefeiert, stimmt, hätten. Ja. Also haben wir 4.500 Euro pro Person, also 8, nee, wo war's? 9.000 Euro insgesamt, ja, für die Hochzeit bezahlt. Ja. Man kann sich das auch schön reden. Heißt es nicht Girlmas, Mars oder so? Hier, wo immer alle so... Girlmas? Ja, wenn man irgendwie sagt, so, ich, wenn wir Mädels immer so sagen, ja, da haben wir jetzt 20% gespart. Ja, wir haben 20% gespart, aber haben ja trotzdem die Ausgabe gehabt. Ach so. Weißt du? Okay, kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Okay, das ging jetzt immer so bei TikTok und so rum. Ach, ich bin da ja in so einer Bubble. Ich habe ja nur Clipfish. Gut. Alles klar. Ja, schön. Dann war's das. Schön, ja, dass ihr dabei wart. Und bis zum Ende durchgeguckt habt. Bin gespannt, wer bis jetzt geguckt hat. Komm, wir machen nochmal. Wir machen Brokkoli. Nicht nur Brokkoli. Nee, einfach ein Brokkoli in die Kommentare. Hatten wir noch nicht. Ja, dann macht ein Brokkoli in die Kommentare.
Dann werden sich alle wundern, weil manche machen vielleicht nur ein Herz und manche machen dann Brokkoli. Ja, aber ein Brokkoli ist doch schön, mal in den Kommentaren zu haben. Genau. Okay, gut, das war's. Dann. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und was sage ich immer zum Schluss? Hast du es dir gemerkt? Tschö mit Ö. Nee. Kommentiert, liked und abonniert. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann und lasst auf jeden Fall ein Kommentar da. Nein. Ein, zwei Däumchen da. Ein, zwei Däumchen da. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein, zwei Däumchen da. Aber man kann doch nur eins da lassen. Ja, aber ist ja trotzdem lieb, wenn man vielleicht zweimal drauf drückt. Könnt nee, dreimal vielleicht. Könnt auch ein, zwei, dreimal muss man dann. Ja. Also zweimal wäre wieder runter. Also drei bis fünf Däumchen macht. Ja, okay. Gut. Okay, tschüss. Ciao.